Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim with Mods. Ja, wir haben letztens den Necropriest erledigt und jetzt geht's auf in neue Gefilde. Sprich, wenn wir auf die Karte schauen, haben wir hier in Osten und Südosten. Hauptsächlich Südosten ja noch einiges zu tun. Und ja, wir machen es jetzt erstmal hier zu dieser kleinen Feuerstelle. Und wenn ich richtig sehe, steht da Minotaurus. Minotaurus ist ungefähr genauso toll wie ein Riese, sprich, der macht ganz böse Aua. Das wollen wir natürlich vermeiden. Also bleiben wir schön auf Distanz. So. Ja, das sah jetzt nicht nach viel aus, aber wenn der euch in der Nähe kriegt, das ist halt wie beim Riesen. Drinnen rennen Magier rum, die gegen irgendwelche Eiswesen, Entschuldigung, aus nächstes. Das ist wie beim Riesen, der einen einfach, ja, so hart es klingt, wegklatscht. Hoffentlich ist hier nicht noch einer. Also wenn ihr mit dem Mod spielt und seht so einen, wart Abstand. Das ist sonst, glaube ich, das Letzte, was ihr macht. So, jetzt buddeln, baut noch eine Weile. Sehr schön. Schleichen trotzdem mal lieber eine Runde weiter. Ich würde aber gerne trotzdem wenigstens ein bisschen Zauber auf der Hand haben. Was wäre denn gut? Was meint ihr? Flaming Skull ist ganz toll aus der Nähe. Oder aus der halben Nähe. Schade, dass die meisten ja Direktschadenzauber sind hier nicht so spannend, aber die anderen sind eigentlich ziemlich cool. Bombardement ist natürlich, ist sogar besser, ja, ist richtig. Und Bolid, das ist dann halt, wenn wir auf einer Distanz sind. Und hoffen zu treffen, das ist nämlich die nächste Kunst. So, du Minotaurus. Oh, ihr seht schon, ne? Wir sind noch bald wieder voll, ja gut. Krasse Ausrüstung, die du hast, mein Freund. Der trägt mehr Waffen, als er führen kann, ist aber vollkommen egal, wir nehmen das mit. So, mal 2,5 sag ich immer, ne? Ungefähr. Gut, dann passt es gerade so noch rein in die Wertspanne. Oh, Minotaurus haben wir noch nie benutzt, oder zumindest noch nie entdeckt. Ja, 530 von 543. An der Stelle gehe ich mal verkaufen und wir machen dann gleich hier weiter. So, wir sind wieder hier, wo wir den Minotaur gekillt haben und hatten ein Level Up. Und ich habe mich entschieden, dass wir bei Restoration die erste Stufe ausbauen, sprich, dass Wiederherstellungszauber weniger Magiker kosten und stärker sind. Das machen wir jetzt mal. Zack. Und dann geht's auch schon weiter. Ja, wir dürfen das im Süden nicht aus den Augen verlieren machen, aber erstmal das im Osten, weil es am nächsten liegt. Sieht aus wie eine Art Hügelgraf, mal gucken. Schmiede wurden wir entdeckt und das, ich sehe, was uns entdeckt. Wer oder was auch immer uns entdeckt. Wir schleichen gerade. Huch! Wo? Wölfchen. Oh, der ist gestorben. Na kommt. Kommt ihr jetzt oder nicht? Ah. Schockwind. Noch jemand irgendwo? Laut Karte ja. Schneeschleierzuflucht, okay. Und das mit den Kollegen an. Ja, alles was wir zaubern zusammen jetzt mal gut mit Alchemie. Ich will aber eigentlich nicht den Berg direkt hochlatschen, ohne zu wissen, was da auf mich wartet. Wer hat eigentlich die Dreistigkeit, mich zu sehen, wenn ich hier stehe? Das ist der Wolf. Gut, Husky. Einverstanden. Ist aber ein Wolf nicht unähnlich. So. Schauen wir doch mal rum. Noch jemand hier? Nein? Darf ich jetzt?
Ohne mich große Sorgen da rein. Okay. Braucht keiner. Ist nie verkehrt. So, Lavende ist gut. Knoblauch ist toll. Kartoffeln brauche ich nicht. Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Dann rein mit uns. Schlüssel erforderlich. Habe ich den zufällig? Nein. Gut, okay. Dann halt nicht. Dann geht es ja doch weiter zur anderen Location. Das wird bestimmt irgendeine Questbelohnung mal sein. Dann gehen wir halt erstmal... Eigentlich sollten drei Zeichen hier sein, oder? Ach, hier ist der Turm. Gehen wir erstmal zu dem Turm. Da hinten steht irgendwas. Das klingt nach einer Idee für den Boliden. Ich weiß nicht, was ich getötet habe, aber es ist hin. Pillar auf Eisbahn. Ach ja, ist wirklich nur so ein Ding, okay. Ja, werden wir nicht aktivieren können, wir haben keine voll. So. Dann. Ja. Bleibt das übrig. Ja, das, was ich an Skyrim eher weniger mag, es sieht zu trist aus, aber der nächste Teil ist ja in Arbeit, wird zwar noch lange dauern, aber er kommt irgendwann. Und tendenziell werden wir dann ja nicht in der Schneewelt spielen. Ich habe auch gar nichts gegen die Wüstenwelt, wenn die schön ist. Ich meine, für eine Schneewelt sieht das hier nicht verkehrt aus, ja, ich will jetzt keinen falschen Eindruck erwecken. Aber ich bin halt nicht so der Schneefan. Ich muss gestehen, bei vielen Spielen, wenn ich nicht durch muss, meide ich auch eher die Schneegegenden. So. Sverdusch. Na gut, dann halt nach Sivdors Ruh. Meine Güte. So. Oh, Hängemoos. Nochmal irgendwo? Nein, gut. Stimmt, wir hätten eigentlich bei Sneak nochmal gucken können, aber ich glaube, wir brauchen noch Punkte bei Sneak, ehe wir weiterkommen. Ihr werdet mir nichts tun, oder? Nein, wir sind stark genug, wir können die locker auch im Nahkampf wegschubsen, ohne mit der Wimper groß zu zucken. Gut, okay. Er ist doch nicht nett. Dann bitte Berührung des Todes und rechts der Dolch und Sprache Solch. Drachendolch da. Ja, ist auch okay. Ist auch okay. Das ist definitiv nicht okay. Gut, Grundregel bei Skyrim, alles ist böse. Notizen, das ist doch schon mal gut, wahrscheinlich. Huch. So, dann schauen wir uns doch mal die Notizen an. Huch. Das war nicht gewollt und auch nicht gut, aber gut. Was soll's. Notizen der Kultisten. Moment, das wird bei Büchern stehen, ne? N wie Notiz. Da.
Diese Idioten haben keine Chance. Sobald ich mir Goldbrand zurückgeholt und sie zusammen mit dem Champion unseres Fürsten erschlagen habe, wird Boetia keine andere Wahl haben, als mich zum neuen Auserwählten zu machen. In meinen Träumen habe ich gesehen, wie ich über den leblosen Körper des Champions stehe und ein strahlend goldenes, vom Blut meiner Feinde rot gefärbtes Katana in den Händen halte. Wir müssen die Notizen des kaiserlichen Gelehrten entziffern und in das Grab eindringen, dann werde ich meinen Sieg erlangen. Na gut. Hast du leckeres gekocht? Achso, ich kann kochen. Nein, nein, will ich nicht. Ist eine Mechanik für Leute, die den Survival-Bereich spielen, implementiert wurde, keine Frage, aber insgesamt, ich bin da jetzt nicht so der Fan von. So, das sind Goldsachen. Ja gut, warum nicht? Fell ist gut, kann man immer wieder verarbeiten. Eranias Notizen über Sividors Grab. Siebte Sonnenhöhe. Ich bin da. Der Eingang zu Sividors Grab oder Sividors Grab? Okay. Ist bemerkenswerterweise noch unberührt. Hoffentlich ist auch das Innere gleichermaßen gut erhalten. Falls sich Titus Mede der Zweite nicht dazu entschlossen haben sollte, die gesamte Ruine vor mehr als zwei Jahrzehnten zu plündern, als Goldbrand angeblich an Sividors Seite ich krieg's irgendwann hin, versprochen, zurückgebracht habe, schauen wir, ob er sich gemäßigt hat. Die Grabkammer ist anscheinend mit einem uralten mechanischen System verschlossen und öffnet sich nur, wenn die richtigen Objekte auf die Podeste neben dem Eingang platziert werden. Faszinierend. Ich muss eine Erfahrung bringen, wo ich die zum Öffnen der Kammer benötigten Relikte finde. Sobald ich mehr Antworten habe, komme ich wieder. 23. Sonnenhöhe. Die Inschriften beziehen sich auf zwei alte Relikte. Beim ersten handelt es sich um Sividors Amulett, auf dem sich die Symbole seines Rangs und weitere Ehrentitel befinden. Das zweite ist der Schädel von Sividors Verräter und lebenslang Feind Makrati. Könnte es auch sein, dass ich den hab. Nachdem er zu Lebzeiten keine Rache nehmen konnte, ruft uns Sividor nun aus dem Jenseits dazu auf, die Ruhestätte seines Widersachers zu schänden und den Schädel als eine Art Trophäe in der Nähe seiner Grabkammer zu platzieren. Makaber, aber für die damalige Zeit nicht ungewöhnlich. Ich mache mich nun auf die Suche nach den Relikten, die es mir ermöglichen, das Grab zu öffnen. Meine Notizen habe ich an dem Ort hinterlassen, an dem ich meine Forschungen betreibe. In Arcaneum der Akademie in Winterfeste. Sollte mir irgendetwas zustoßen, kann vielleicht ein anderer meine Suche fortführen. Immer. So, und Tornister? Nein. Ja. Nein. Ja. Ja. Nein. Nein. Gut. Gut, dass wir gesprochen haben. Immer gut. Alles, was mit Alchemie ist, finde ich gut. So. Schrifttafel. Mein ewiger Erzengel Makrati, Hohepriester, Mörder meines Bruders, sein Schädel, das Symbol seines Verrats, legt ihn hier nieder, fern seiner Anverwandten, auf dass er niemals Frieden finden möge. Habe ich den zufällig? Ja. Okay. Irgendwo sieht mich. Oh, du hast mich erschreckt. Der ist mir draußen nie aufgefallen. Okay, nehmen wir den Kollegen mal ein bisschen aus. Der hat viel zu viel Sachen an sich. Der arme Kerl, der kann gar nicht so viel tragen. So. Okay, dann muss er hier. Sividors Amuletten, ja. Sividors, meine Güte. Okay, dann viel Spaß. Auf zu Boetia. Ein Trauger. Ein Trauger-Champion, wenn ich das richtig sehe. Oder sogar ein Todesfürst. Ach, komm. Bleib doch nicht da stehen. Geh 5 Schritte vor, das ist nett. Trauger Reaper. Okay, er hat mich entdeckt. Bogen hast du denn wieder aufgeladen? So, eigentlich brauchen wir jetzt keine richtig krasse Sachen machen. Problem ist, er ist gegen die Sachen natürlich immun. Dagegen nicht. So, ich habe links gesehen, ist dann auch noch ein Kollege. Die Trauge haben immer viel Power, ey.
Aber ich sollte eine neue Grenze mal 5 festsetzen. Dann schleppe ich mir immer alles weg. So. Ja, das sieht doch aus, als wenn hier direkt einer rauskommt. Gehen wir erstmal in den Nebengang. Da geht's wohl noch tiefer. Gut, halten wir uns heute erstmal links. Heilers, verzauberter Dolch. Ordentlich was zu mitnehmen hier. Das war nicht einfach rumliegen, Edelstein. Die nimmt man mit. Wow. So goldtechnisch lohnt sich die Ruine hier schon mal. So, mal gucken. Zack. Diamant, Gold, winziger Sehnstein, höchste Ausdauer, heftige Magika. Klingt alles toll. Nehmen wir alles mit. Huch. Tja, was das war, weiß ich nicht. Einfach nur Hintergrundatmung wahrscheinlich. Das ist schon wieder ein Kollege. Oh, da sind zwei Kollegen. Da müssen wir uns bestimmt besser vorbereiten. Irgendwo. Lebende Rune. So, und dann können wir auch mit dem Bogen draufhauen. Und danach... natürlich brutal im Nahkampf. Wir können uns natürlich auch mit dem Dolch ranschleichen, versuchen ihn zu erdolchen. Ist eigentlich auch eine ziemlich geile Nummer immer. Also so ist strategisch klüger. Mal sehen, wie weiter kommt. Das ist, sorry, es macht einfach Spaß. So, ja, mal 5. Also. Okay, eine Altarstätte. Was hast du dabei? Tragt immer alle echt schwere Rüstung, die aber leider gar nicht so geil ist. Also, wenn man euch bekämpft, ist sie schon irgendwie geil, aber selbst so nicht. Okay. Zauberbuch Feuerblitz, ja. Braucht man nicht mehr so niederläffiges Zeugs, aber gut. Kann man verkaufen. Okay, damit haben wir schon den Teil doch mal wunderbar abgegangen. Die Seite hatten wir auch. Gut, da gehen wir jetzt in den Hauptbereich. Eine Falle. Da kommt wahrscheinlich dann der Bogen, das Ding darunter. Nochmal. Nein, Feuer. Das hier sah zuerst aus wie so eine Art Ramme. Okay. Tür. Weiß nicht was. Oh, die Tür erstmal auf. Na, was meint ihr? Lebt der Kollege? Ich kann nicht zaubern. Hä? Okay. Das ist ein friedliches Gebiet hier, ja. Komm, erzähl mir noch nichts.
Der Kollege, der steht doch gleich auf. Wo ist mein Schild? Das Problem ist, ich weiß immer nicht, was Kopf hier Schild heißt. Das hat so einen komischen Namen. Juriana, glaube ich. Y. Ja. Okay. Schlagen die Eier. Ist immer gut. Ist tödlich, haben wir gerade gesehen. So, noch ein Gatter. Nerviger ein Schild ist, auch wenn es realistisch ist, es blockiert halt echt viel vom Bild. So. Die dunklen Katakomben hinunter. Alles nicht hilfreich. Ach, da. Geld ist immer hilfreich. Auch wenn es nicht viel ist, auch Kleinvieh macht Mist. Das sammelt sich. Ja. Sobald ich den an mich nehme, kommt da ein Horte von Gegnern, oder? Aber woher? Oh, wird das so eine tolle Lampe. Ich weiß nicht, wofür die sind. Ich heb die momentan auf, weil die mir einfach gefallen. Fenrix Begrüßung. Der Zauber wird 9 Sekunden lang unsichtbar und kann Schloss auf Expertenstufe niedriger knacken. Und wenn du etwas deaktivierst, so angreifst, endet die Wirkung. Naja. Ist okay. Das ist schon ziemlich geil eigentlich. Meins ist besser. Hier. Da kommt doch direkt einer raus, kann mir doch keiner erzählen. Da wahrscheinlich auch. Oh, Silber. Auch nicht schlecht. So. Strebt am liebsten nach rechts. Wir machen das jetzt wie folgt. Lebend Rune. Guck mal, er ist wach. Ich habe zwar jetzt nicht gedacht, dass das direkt klappt, aber gut. Trainieren ein bisschen unseren Bombardement-Zauber, hä? Okay, er ist irgendwie verbuggt. Schade, für uns hat noch funktioniert. Ich will gerne ein bisschen mit Magie eigentlich arbeiten. Ja, so. Wir machen uns ganz schön Schaden. Wow. Gut, okay. Wir können hier nicht auf die Weise spielen. Wir müssen uns ein bisschen bemühen. Erstmal Flammenmantel. So, Lampfamara. Fehlt. So. Hitze können wir ernst machen. Ernst bedeutet in dem Fall, wir kloppen drauf wie die Verrückten. Was? Das soll deine Ausrüstung gewesen sein? Dafür hast du auch ganz schön zugehauen. So, jetzt will ich auch noch gerne rausfinden, warum
der nicht funktioniert, der Spawn, warte mal. Entfernen wir es mal als Favorit und machen was anderes an. So. Vielleicht nicht Magie, Entschuldigung. Favorit und so. Tja, der ist wohl für die Partie jetzt verbuggt. Gut. Oder auch nicht gut, besser gesagt. So, da kommt ja der nächste raus. Das machen wir jetzt mal genauso. Nee. Lamm von Mara und Lehmdrohne. Zu geil, dass wir sich bewegen. Schönes Katana. Soll ich mal schreien? Hä? Bringt wahrscheinlich nichts. Ganz ehrenhaft niedergeschnetzelt. Einen fairen Zweikampf. So. Ansonsten denke ich, können wir jetzt hier operieren. Goldbrand. So, jetzt will ich mir das aber jetzt mal anschauen, wofür wir gekämpft haben. G wie Goldbrand, ne? Sieht nicht schlecht aus. Leute, 19 Schaden. Ernsthaft. Macht doch nicht so eine Waffe, die mir optisch gefällt und dann gibt er so einen Perk, der nicht toll ist. Das gefällt mir nicht. Und das war's? Okay, gut. Fällt mir schwer zu glauben. Kleiner Moment. Tja, die Karte sagt, es ist so. Na gut. Wenn es die Karte sagt, dann muss ich es ja glauben, ne? Nein, das ist wirklich nur so eine Deko-Tür. Okay. Wollte ich halt nur mal sehen. So. Kurz überlegen, wie lang müssen wir? So sieht gut aus. Das ist nochmal ernst. Alles kein Ding mit unserer geilen Ausrüstung. So. Schönes Schwert nebenbei, Kumpel. Nein, gerade so. Guckt mal deinen Kollegen an, der ist viel schwächer und hat viel geileres Zeug bei sich. Also jetzt nicht von Waffen, aber so von werthaltigen Gegenständen. War der Ausgang nicht hier? Da. Ja, ich denke, für heute ist das eigentlich ein guter Zeitpunkt, um einen Cut zu machen. 1, 2, 3. Ja, ich denke, für heute ist das ein guter Zeitpunkt, um einen Cut zu machen.
Und nächstes Mal gucken wir, wie wir weiterkommen. Auf der Karte ist ja anscheinend nichts mehr in der Nähe. Ich werde mir ja sowas ausgucken dann mit euch, wo wir als nächstes gehen. Und bis dahin sage ich, macht euch 1, 2, 3. Bis dahin sage ich, mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.